Connect Podcast. Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion. Ja, herzlich willkommen bei uns auf der Connect Conference und bei uns im Connect Conference Podcast. Würden Sie sich und Vantage Towers vielleicht einmal noch kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen? Vielen Dank für die Einladung. So, kurz, mein Name ist Badia Bazabacher und ich leite Vertrieb bei Vantage Towers für Zentrale und Osteuropa. Mhm. Das ist Deutschland, Griechenland, Ungarn, Tschechien und Rumänien. Mhm. Zu Thema Vantage Towers. Wir sind the new kids on the block in dem Bereich Tower Co. Wir wurden gegründet in 2020, alles Curve-Out von Vodafone Towers. Und jetzt mittlerweile sind wir seit ein paar Wochen jetzt als Teileigentümer. Bei uns ist auch KKR und GIP eingestiegen, zusätzlich zu Vodafone. Mhm. Was wir machen als Vantage Towers, wir sind präsent in 10 europäischen Ländern. Unser Headquarter ist in Düsseldorf in Deutschland, weil einfach Deutschland auch unser größter Markt. Mhm. Wir bauen, betreiben und vermieten Flächen in Towers. Entweder sind das die große Tower, die man so auf die Straße sieht, wir nennen sie Ground-Based Towers, oder sind das auf den Dächern, die kleine Konstrukte, was Sie sehen, die kleine Towers auf den Dächern. Wir bieten aber auch Indoor-Lösungen. Mhm. Wir bieten Small-Cells-Lösungen. Also alles, was drum geht, Konnektivitäten zu enablen, zu ermöglichen. Wir betrachten uns als eine Neutral Host. Was bedeutet das? Das heißt, wir bieten unsere passive Infrastruktur zu allen Marktteilnehmern, die einen Business-Bedürfnis haben, deren Equipment einfach auf unsere Tower zu platzieren. Mhm. Damit automatisch sind unsere Kunden nicht nur die Mobilfunkanbieter, da sind unsere traditionelle Kunden, also wie ein Vodafone, Telefonica, eine Deutsche Telekom, eine 1&1, alles was an Mobilfunkanbieter auf speziell auf dem deutschen Markt gibt. Aber auch wir bieten unsere Infrastruktur, passive Infrastruktur für zum Beispiel IoT-Anbieter, Media-Broadcast-Kunden, aber auch Critical Infrastructure, also wie 450 Connect als Kunden. Also wie gesagt, wir sind ein Neutral Host und bieten diese Infrastruktur zum Mitnutzen für alle Marktteilnehmer. Mhm. Und für all die unglücklichen armen Leute, die dieses Jahr nicht in Dresden sein konnten, können Sie vielleicht nochmal den Vortrag Connecting the Dots, Unlocking 5G's Full Potential nochmal kurz in den Kernthesen vielleicht für uns zusammenfassen. Ja, für die armen Leute, die heute nicht dabei waren, gerne. Also unsere, der Kern der Aussagen für die Präsentation ist eigentlich, dass 5G nur in den Massenmarkt gehen kann, wenn man eine solide Antwort hat zu der Bedürfnisse in der passiven Infrastruktur. Connecting the Dots, damit meinte ich, dass ein 5G-Mass-Market-Deployment kann nur passieren, wenn man eine Lösung hat für Makro- und Mikro-Standorte, genauso auch geografisch für Dense Urban, also Hotspots in den Cities, genauso für Deep Rural irgendwo auf dem Land, genauso auch man braucht für 5G eine Lösung für Outdoor, genauso gut wie Indoor auch, weil man weiß, dass eigentlich der größte Teil der Kommunikation findet Indoor statt. Das heißt, und wir wissen, dass 5G einfach technisch Challenges hat, in den Indoor-Bereich physikalisch das Signal sich durchzudrängen. Daher ist es super wichtig, auch eine Lösung dort anzubieten. Und zwar
in einen, und das ist der Kernmessage hier, in eine ökonomische und ökologische vertretbare Art und Weise. Was heißt das? Wenn wir einen 5G Mass Deployment haben wollen, dann wird es heißen für unsere Kunden, dass sie viel CapEx investieren müssen. Weil passive Infrastruktur aufzubauen, braucht CapEx und braucht Zeit. Deswegen kommt diese Kernmessage von einem Tower Co. von Vantage Towers hier, ist, dass wir das magische Wort heißt Co-Location, Mitnutzung der existierenden Infrastruktur. Wir bilden keine Infrastruktur exklusiv, sondern wir sind ein Open Neutral Host. Also wir bieten mit dieser Infrastruktur für alle Kunden. Als Resultat davon erstens ermöglichen wir in eine wirtschaftliche Weise Network Deployment für die Mobilfunkanbieter. Weil sie sich den Preis teilen können quasi. Absolut, genau, weil es ist definitiv mathematisch billiger, einfach eine Mitnutzung zu machen, als eine neue Tower zu bilden. Das ist von einer reinen wirtschaftlichen Weise. Und das hat als Konsequenz natürlich, dass man auch unsere Kunden helfen und damit auch den unsere Bürger, Mitbürger helfen, dass sie auch Konnektivität, Coverage und Capacity bekommen, wo es früher wirtschaftlich nicht machbar war. Also wir öffnen diese Möglichkeiten genauso auch heute Morgen in einer Konferenz. Der CTO von Telefonica, Malik Rau, hat auch gesagt, das ist einfach unglaubliche Wachstum an Data Traffic da ist und dass sie wirklich eine große Summe hatte erwähnt im Sinne halt von CapEx, die man benötigt, um den Network jedes Jahr weiterzuentwickeln. Unsere Lösung sorgt dafür, oder unser Ansatz, unser Businessmodell sorgt dafür, dass man das CapEx-Budget freischaufelt für die Mobilfunkanbieter, damit dass sie eher dieses Geld investieren für Lösungen und zu entwickeln für die End-User. Von einem ökologischen Point of View, das ist natürlich macht einen riesen Unterschied, ob man existierenden Tower mitnutzt oder neue Tower bildet. Und wir wissen auch ganz genau, dass es heutzutage auch nicht mehr so einfach geworden, dass man auch Baugenehmigungen bekommt, wo es bereits schon einen anderen Tower steht. Ist das tatsächlich schwieriger geworden, deswegen auch für Ihr Unternehmen irgendwo neue Tower zu bauen? Oder gibt's da weniger Bürokratie, mehr Bürokratie in der letzten Das Zeit? Ist unterschiedlich. Wir haben keine einheitliche Bild. Jedes Bundesland macht's anderes. Generell, es ist aber in Deutschland dauert es viel zu lange, bis man eine Baugenehmigung bekommt. Egal wo. Es gibt ein paar Bundesländer, machen es etwas schneller, andere etwas länger. Aber generell, ich glaube, wenn ich denke, das ist, weil wir ja tätig in 10 europäischen Ländern sind, dann können wir einen Benchmark machen. Wir wissen, in Portugal dauert 2 Monate. Okay. Wenn man in 2 Monate keine Antwort bekommt, hat man automatisch eine Baugenehmigung. Oh, das ist auch ein System. Ja, das macht halt wirklich mal einen Unterschied, ne? Ja. Also ich glaube, wir haben noch eine Menge noch Hausaufgaben zu tun hier in Deutschland, die wir dann nur gemeinsam erledigen können. Und ich hoffe, dass wir auch in der Zukunft etwas erleichterte Prozesse und digitalisierte Prozesse. Heutzutage schleppt man immer noch Tonnen an Ordner für eine Baugenehmigung. Also das ist, also es gibt ein Entwicklungspotenzial noch hier in der Richtung, dass wir uns da verbessern. Also das ist generell eigentlich die Kern-Messages, die man hier gibt. Also ich denke mal, alles, was in einem Tower Co-Bereich im Moment in Europa läuft, gibt eine klare Antwort. Das ist, wir sind ein paar Jahren, liegen wir ein bisschen hinter USA. In USA ist selbstverständlich, dass man jetzt Tower Co's einfach, alle Towers sind im Eigentum von einem Tower Co's. Hier in Europa
gehen wir gerade diese Entwicklung. Und es hat, wie gesagt, aus verschiedener, also von verschiedenen Aspekten macht es absolut Sinn. In welchem EU-Land bauen Sie gerade die meisten Tower? Kann man das sehen? Deutschland natürlich. Deutschland, okay. Natürlich. Mit Abstand ist der deutsche Markt auch größter Markt in Europa. Mhm. Und das ist auch unglaubliche Wachstum, das ist hier auch stattfindet. Obwohl es bürokratisch nicht ganz so einfach ist und Portugal, da ja können wir uns quasi eine Scheibe von abschneiden, aber trotzdem der größte Markt immer noch. Okay. Absolut, ja. Weil es einfach die wirtschaftliche Kraft hier ist sehr groß, die Population hier, also Anzahl der Bevölkerung hier ist auch groß, also Deutschland ist mit Abstand unser größter Markt. Sie haben die Netzbetreiber und die anderen Firmen schon angesprochen und auch die Gemeinsamkeit, das gemeinsame Zusammenarbeiten schon herausgestellt. Haben wir letztes Jahr auch schon gehört, dass sich viele Unternehmen eigentlich gewünscht haben, dass da noch mehr zusammenwächst. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Ist das Zusammenarbeiten besser geworden? Ist die Kommunikation untereinander besser geworden? Oder gibt es da immer noch Bedarf für Verbesserung? Ich denke, wir sind auf einem Journey. Es ist ein Weg. Es wird von heute auf morgen keine große Änderungen jetzt oder Wunder passieren. Aber ich bin auch persönlich einen überzeugte, dass es wir können es nur zusammen schaffen. Es wird nie eine alleine das schaffen. Also deswegen ich plädiere immer für Zusammenarbeit in einem Ökosystem. Damit das ist für alle Beteiligten, es kann nur für alle Beteiligten Vorteil sein. Wie gesagt, wir haben viel Bedarf noch, Nachholbedarf an vielen Sachen. Und wir sind auf einem guten Weg, aber es ist noch ein paar Schritte noch vor uns. Mhm. Aber ich merke es von unseren Kunden selber, auch die Mobilfunkanbieter, die sind ja alle die Mobilfunkanbieter sind unsere Kunden, die haben es erkannt. Und heute Malik Rau heute Morgen hat einen Satz gesagt, den habe ich mir sofort notiert. Er hat gesagt, I love Infrastructure Sharing. Mhm. Also und das ist eindeutig. Also der Message ist schon angekommen. Und wie gesagt, er hat auch selber gesprochen, das ist einen 40-45% Wachstum an Datenvolumen. Den kann man einfach nicht mit unseren jetzigen traditionellen was auch immer an Lösungen bewältigen. Man braucht neue Ansätze. Wenn es in der Vergangenheit dann vielleicht das große Problem war, erstmal überhaupt diese Message in die Köpfe der Leute zu bekommen. Wenn wir da auf einem einigermaßen guten Weg sind, wo ist dann der nächste große Stolperstein? Was müssen wir als nächstes schaffen, damit es wirklich noch besser vorangeht? Was ist die nächste Hürde? Absolut, was wir vorhin besprochen haben, dass wir einfach diese Prozesse vereinfachen, dass die Genehmigungen schneller gehen. Bürokratieabbau. Ja, genau. Das ist, glaube ich, wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Und natürlich auch Tower Co. als eigenständiges Business auch weiter zu fördern. Das ist immens wichtig, weil das ist eine Lösung für viele der Herausforderungen, wir haben. In meiner Präsentation habe ich auch darüber gesprochen. Wir sprechen viel über 5G, Echtzeit, Smart Cities, alles. Alle diese ohne eine solide passive Infrastruktur kann nicht passieren. Und eine Smart Cities, ohne dass man innovative passive Infrastruktur hat, sprich, in meinem Fall habe ich über zwei Beispiele, die wir jetzt in Spanien haben als Pilotprojekte, wo wir die Mülltonnen draußen einfach umgewandelt haben in Smart Mülltonnen, wo wir drin auch Small Cells hosten können, ohne dass man visuell einen Impact auf dem Stadt hat. Weil es ist ganz wichtig, wenn unsere Mitbürger nicht mitgehen, dann würden wir es auch nicht schaffen. Also wir müssen eine Lösung finden, die für die Bürger akzeptabel und für unsere Kunden wirtschaftlich. Also der optische Footprint, soweit es geht, soll reduziert werden, absolut, damit es für den Bürger akzeptabel ist. Ja. Weil am Ende, uns geht es darum, egal was wir hier machen, also außer der wirtschaftliche Aspekt, geht es darum, die Lebensqualität von unseren Mitbürgern zu verbessern, wenn wir über Smart Cities reden. Ja, also wir reden hier über Messung für Air Quality, Traffic Light, Steuerung, Echtzeit, wir reden über autonomes Driving at certain point und das alles kann nur kommen,
wenn wir eine solide passive Infrastruktur haben, mit integriert in dem Stadtbild, und nur dann sind wir in der Lage, wirklich über also Smart Cities zu sprechen, die wirklich auch Nutzen in Scale bringen. Um das Thema generell zu komplementieren, jetzt über diese Impact für den Mitbürger, ist ganz wichtig. Wir haben immer noch, wenn wir irgendwo in einen außerstädtischen Bereich gehen, also in einem ländlichen Bereich gehen, wir stoßen immer noch auf bestimmten Widerstand, wenn man einen neuen Tower bauen will. Ne? Und das war der Fall bei uns in einem Ort in Rheinland-Pfalz, Bechtolsheim, genau, diesen Ort. Wir haben keine Akzeptanz bekommen, um einen Tower zu bilden, also Stahltower zu bilden. Das hat uns aber auch geholfen, nach einer innovativen Lösung zu suchen. Und dann haben wir zusammen mit einem Startup in Finnland gearbeitet. Ecotelligent heißt die, und wir haben einen Holztower entwickelt. Und vor 2 Wochen haben wir diesen Holztower eingeweiht jetzt in Bertolsheim, und die Bevölkerung waren super happy. Der Bürgermeister war super happy, dass wir dann doch nicht aufgegeben haben und eine alternative, innovative Lösung in diesem Standort angeboten haben. Und jetzt steht, da könnt ihr gerne die Bilder im Internet auch angucken. Also das sieht schon gut aus. Und zurück zu dem Thema von die Präsentation Connecting the Dots. Hier auch, wir haben die Sustainability mit Design zusammengeführt. Und dadurch ist diese Holztower jetzt entstanden. Das Holztower-Beispiel finde ich ein sehr schönes Beispiel, weil es auch wirklich 2 Punkte, die wir jetzt hier gerade in der Konferenz mitbekommen, auch sehr gut zusammenfasst. Zum einen die Kommunikation, dass teilweise durchaus noch Ressentiments vorhanden sind, dass die aber durch Kommunikation durchaus überbrückt werden können. Wenn man sich auf die Kommunikation einlässt, dann kann da eine gemeinsame Basis geschaffen werden. Und das Ganze wirklich auch in einem positiven Licht zu betrachten. Nicht nur die negativen Aspekte in den Fokus zu stellen, sagen, das geht gerade nicht, so geht's nicht weiter, nur zu mäkeln, sondern nach vorne zu blicken, die Chancen zu ergreifen, daraus was Positives zu machen. Wirklich ein Bilderbuchbeispiel, da freuen wir uns sehr, sowas zu hören. Danke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke.